Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine herzallerliebste Sojasprösschen. Ja, man sieht auch mal meine Fresse hier. Kommt vielleicht demnächst öfter vor, weil ich möchte euch ein riesengroßes Dankeschön sagen dafür, dass wir jetzt, ich glaube, 51? 51 Sojasprösschen sind. Finde ich klasse, macht weiter so. Also wenn es mehr werden, ich freue mich. Ja, mehr wollte ich euch gar nicht sagen, dafür halte ich jetzt extra meine Fresse in die Kamera. Mach diesmal so richtig bei der Aufnahme von gerade, die ohne Ton war, war es falsch rum. Da war es dann die Kamera in die Fresse. Das wollt ihr, glaube ich, nicht. Ja, und weil es so schön ist, habe ich mir dann auch noch was gegönnt, ne? Weil wer mich bei Facebook jetzt verfolgt, der weiß ja, ich habe wieder mit WoW angefangen. Da könnt ihr jetzt zu sagen, was ihr wollt. Ich spiele es trotzdem. Und ja, man hört es, ich bin immer noch erkältet. Ich arbeite hier im Kindergarten, da bleibt das nicht aus. Aber hier, meine wunderschöne Mists of Pandaria Collector's Edition. Ja, und Skype. Und die Cataclysm Collector's Edition, die oben irgendwie ein bisschen klebt. Komisch. Ja. Wands of Draenor wird dann auch demnächst irgendwann noch kommen, wenn es ein bisschen günstiger geworden ist. Weil, ich glaube, unser. Oder unser Media und unser Saturn bei uns in unserem wunderschönen Paderborn. Ja, da kostet es glaube ich noch so 90 Euro. Ja, weiß ich nicht. Da ich nicht weiß, wie lange es mich. Okay, die habe ich jetzt bei eBay gekriegt für einen Zehner das Stück. Ohne Keys und so sind jetzt halt wirklich nur die Boxen. Ja, also Warlords of Draenor dann noch neu, weil den Ingame-Stuff nehme ich dann doch noch mit. Ja, und die Classic Collector's Edition, die BC und die Lich King, ja, steht noch in den Sternen. Also ich hätte sie gerne im Regal noch, einfach für die Deko, weil ich habe da drüben, das zeige ich irgendwann auch nochmal bestimmt, so einen Schrank mit meinem ganzen Collector's Stuff. Ja, also viel ist es nicht, aber es gefällt mir schon. Und da hätte ich gerne auch noch Diablo und WoW drin. Diablo ist auch noch im Bereich des Möglichen, nur WoW kosten halt die älteren Sachen doch ziemlich viel Kohle, wenn man die noch holt. Also falls einer von euch das loswerden möchte, ne? Ja. Ja. Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Teilt das Video oder sonst irgendwas. Seht zu, dass wir vielleicht noch mehr Sojasprösschen werden. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein.